Die verbessert hat sich jetzt eher so semi gelohnt, würde ich sagen. So, okay. Also der ist hier nicht mehr. Ich werde jetzt gleich aus der Luft gesniped. Das war ein harter Kampf da draußen. Zurück zur Basis für die Einsatzbesprechung. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone und ich hatte unfassbar viel Bock, einfach mal wieder die M4A1 auszupacken. Und deshalb gibt es jetzt dieses Video. Nicht, weil die verbessert wurde, weil die jetzt irgendwie OP oder die neue Meta oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte und die M4A1 schon immer eigentlich eine sehr gute Waffe ist. Schreibt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare, zu welcher OG-Waffe ich nochmal ein Video machen könnte, welche ich mal wieder aus den alten Truhen, sagt man das so, aus den alten Truhen rausholen könnte. Egal, wir sagen es jetzt einfach so. Schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch neu sein solltet, natürlich auch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Viel Spaß jetzt mit den Gameplay-Szenen. Wird ein bisschen Nostalgie in dem einen oder anderen hervorrufen. Und ich fand es auch sehr, sehr nice. Hat sehr viel Spaß gemacht, einfach mal wieder die M4 zu spielen. Wir reden dann gleich natürlich noch über ein paar Klassen-Setups und ein paar Stats zur M4A1. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Sieht mich nicht. Nein! Digga, ich hatte von 17 Seiten angeaimt, Mann, meine Fresse! Alter, was passiert hier? Fahren wir auch noch. Easy. Das war nicht gut gespielt. 266, das sind alle höheres Level als ich. So, ich spiele eine ganz, ganz wilde Klasse übrigens. Guck mal. Das Visier, nein. Ich wollte das Original XM4 Visier eigentlich haben. So ein Close jetzt hier, der muss hier richtig schön crossen. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Ja, aber oben auch noch einer, ne? Oh, das ist geil, dass er ihn da sniped. Das ist geil, dass ich ihn dann aber trotzdem bekomme. Korrekt, dass ihr euch beide Sheepbreak schießt, dass ich euch beide holen kann, das ist wirklich einfach nur korrekt. Und ich treffe den eigentlich nie. Das ist wirklich lange her, dass ich den Jump getötet habe. Alter, was hier an Loot liegt, Junge. Genau, sehe ich auch so. He vanished, no he didn't. Davon wird immer noch angeschossen. Oh ja. Hier oben welche. Was ist das denn? Oh. Ich glaube, ich habe ihn mit seiner Munibox getötet. Mit seiner Plattenbox. Heißt
vorbei die ganze Zeit. Mir auch mal ein Dröhnchen genehmigen, ne? Ah. Komm, du willst zum Loadout. Ich weiß, du willst zum Loadout. Du bist tot. Na, 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 na. Oh mein Gott, ich habe die anderen Steps gehört von dem, der gerade hier hochkommt. Feinde landen im Einsatzgebiet. Das Bottom. Ach, Digga. Das ist doch gerade was X passiert, oder? Den haben wir auch schon mal getötet. Oh, das sind Knossis. Ja. Ist hier auch noch ein Knossi hier? Ja. Hier wieder auf für Google-Benachrichtigungen an meinem PC, Mann. Was? Ein Windows-Update! Was? Schatz dich ab! Ausrüstung, Magnum, ja. Ja! Nein, wieso, wieso? So schön! Hä? Da ist der! Was machen die denn da? Ich hab deiner Self. Nee, nee. Cheap Break. Ich schwöre, hätte er mich gefickt, ich wäre so schlafen gegangen. Was spiele ich hier für Lobbys? Ach, knapp, Digga. Nur unten. Warte auf mich. Hab ihn aber. Bin besser. Nice. Einer im Haus. Ne, neben dem Haus. Hab den. Einer ist hier oben. Auto. Ein Auto. Nice. Top Airport werden halt welche sein. Er ist hier hinter, er ist hier hinter. Aktivität. Shootbreak, Shootbreak. Easy. Links. Knock. Top, 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 top. Oben. Shipwreck, Shipwreck. Immer noch. Mhm. Die moven. Die springen. Shipwreck noch. Okay. Nice. Hat auch kein Self, hab ihn. Ah, ist nice. Eine Hellbombe. Ja, ja, zumindest zu uns. Oh, top in dem Lagerhaus. Linkes Fenster da. Unter uns das andere Team. Er snipe durchs Fenster, Bro. Einer unter uns, der klettert schon hoch. Nur noch eine Platte. Zwei sind da, hab einen, hab beide. Nice. Ich bin beide safe, glaube ich, ja. Beide. Precision, nein. Hä? Von unten. Alter. Ich hab heute Maske, ich renne in die Zone. Naja, ich renne auch in die Zone. War jetzt so dumm von denen. Mhm. Ey, dieser eine Typ ist so am Beben. Hab den unter uns gleich. Naja, nee, er beamt so krass, holy shit. Aber er ist tot, nur noch der unter uns, Bro. Position, das kann nicht sein, Bro. Nein, und wir können ihn nicht holen. Ich bin drin unten. Wo ist der, Marki mal? Er hat sich selber gestrikt, Idiot. Das Gas breitet sich aus, neue Sicherheit. Andere neben mir. Hab ihn. Let's go. Oh mein Gott, Bro. Was ein Endfight. Digga, was ein Game, Alter. Aber GG's, Bro. Gut gespielt. Sind die noch drin? Sind die noch drin? Good game, boys. Good game. GG's, Jungs, GG's. Sei das, war gut. Mann, Alter, warum treffen wir auf euch? Mann.
Mann, Alter, warum treffen wir immer auf euch? Ich will euch hier ganz kurz mal die Stats von der M4-1 im Vergleich zu den aktuellen, meiner Meinung nach, Meta-Waffen zeigen. Die Farah, die C58, auch wenn da gerade meine Facecam drüber ist, über den Schaden der Feuerrate und der XM4. Und ich glaube, am besten zu vergleichen ist, was so Base-Stats angeht, XM4 mit M4-1, weil das ja beides ja quasi, ja, die gleichen Waffen sind, nur die eine quasi aus Modern Warfare, die M4-1, und die XM4 quasi aus Cold War. M4-1 hat die höhere Feuerrate, dafür hat die XM4 auf jeden Körperteil mehr Schaden. M4 hat dafür aber von der Base Range her den besseren Wert, das heißt, der Damage Drop-Off kommt da später. 42 Schaden auf den Kopf und 28 auf den Rest des Körpers und eine relativ hohe Feuerrate, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wir schauen uns mal ganz kurz die Time to Kill im Vergleich mit den anderen Waffen an. Und hier sehen wir direkt, die M4-1 hat auf jeden Fall eine sehr gute Time to Kill mit 593 Millisekunden auf die Brust, auch die beste Range tatsächlich von den vier Waffen. Aber, und das ist das große Problem, der Damage Drop-Off, der dann bei 44,66 Metern mit der richtigen Aufsatzkombination kommt, ist einfach nicht so nice. 816 Millisekunden TTK ist halt leider nicht mehr so stark, vor allem eben schon ab 44,66 Meter. Da ist dann halt jede andere Waffe davon besser und vor allem, ich muss sagen, ich finde die M4-1 nicht so einfach zu kontrollieren wie beispielsweise eine Farah, wie beispielsweise eine C58, auch wenn da die Feuerrate natürlich niedriger ist. Und die XM4 kann ich sogar auch ein bisschen besser kontrollieren als die M4-1, denn die XM4 hat irgendwie nur vertikalen Rückstoß, das kann man sehr gut kontrollieren, und die M4-1 hat eben auch ein bisschen Rückstoß so nach rechts, also der horizontale Rückstoß ist auf jeden Fall auch extrem vorhanden. Deshalb, ne, M4-1 passt nicht mehr so krass in die Meta, aber, und das muss ich auch immer mal wieder sagen, spielt das, worauf ihr Bock habt. Ich habe trotzdem Spaß gehabt an der M4-1 und man muss natürlich auch nicht immer die beste Klasse im Spiel spielen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen, vor allem, weil die M4-1 noch nie genervt wurde und die einfach schon seit Tag 1 in Warzone quasi drin ist und, wie gesagt, nie was an der geändert wurde. Wir schauen uns mal ganz kurz die zwei Klassen-Setups an, die ich in dem Gameplay gespielt habe. Das wäre einmal die Long-Range-Variante mit dem Monolith-Schallämpfer und dem M16 Grenadier, der euch die beste Reichweite gibt und die beste Bullet Velocity. Ihr könntet natürlich auch den Corvus mitnehmen. Der gibt euch aber weniger Reichweite und weniger Bullet Velocity. Das heißt, diesen Vorteil von der besten Range, den hättet ihr damit auch nicht mehr. Ihr verliert dadurch aber weniger an Movement Speed und weniger an ADS Time. M16 Grenadier doch trotzdem in meinen Augen der beste Lauf. Kommando Vordergriff, um diesen horizontalen Rückstoß noch ein bisschen auszugleichen, beziehungsweise dieses Hin- und Her-Bouncen. 60 Schussmagazin für die maximale Munitionskapazität und das VLK-Visier, weil wir ja auf Range spielen. Ne? Man kann das Ganze aber relativ easy umbauen, und zwar indem man hier einfach das Visier wegmacht und beispielsweise einen taktischen Laser draufhaut. Dann hat man, warte, wir machen da noch einen schönen taktischen Laser drauf, der sieht nämlich jetzt echt hübsch aus. Dann hat man so ein bisschen Close- bis Midrange M4A1, so wie ich die eben in Solo gespielt habe. Da habe ich irgendwie kein Visier gebraucht und ihr habt dann eben eine deutlich bessere ADS-Time auch mit dem taktischen Laser. Also die Zielvisiergeschwindigkeit wird dadurch deutlich verbessert. Und ich habe dann sogar noch das 50-Schuss-Magazin gespielt, um noch ein ganz kleines bisschen mehr Mobility rauszuholen. Es hilft nicht viel, aber es ist auf jeden Fall ganz nice. Ihr könnt die natürlich spielen, wie ihr da Bock drauf habt. Das sind nur meine Vorschläge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Waffe ich als nächstes mal wieder auspacken soll. Haut rein, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Ciao, ciao.